Ihr Lieben, guten Tag, guten Tag. Ich grüße euch. Ja, haltet euch fest, legt die Ohren an für das, was ich jetzt sage. Ich bin glücklich. Hammer, das ist echt der Hammer. Aber ich muss es so sagen. Und ich stehe gleichzeitig vor dem großen Problem, dass ich nicht weiß, wirklich nicht weiß, wie ich alles, was sich im Prinzip seit gestern ereignet hat und verändert hat, in Worte übersetzen soll. Ich versuche es einfach mal und hoffe, dass nicht so ein großes Kuddelmuddel rauskommt. Ich hatte ja das Video fertig über meine Befindlichkeiten. Ich weiß schon gar nicht mehr, gestern, vorgestern, keine Ahnung. Zeit ist völliger Luxus im Moment. Ich habe es auch aufgegeben, das irgendwie noch in eine Zeit reinzubringen. Und ich habe mich dann eigentlich, ich habe ja versucht, eine Erklärung zu finden dafür, warum ich mich so zerrissen fühlte und warum ich so teilweise verzweifelt schien. Und naja, und nach dem Video, nachdem ich die Aufnahme fertig hatte, da ging es mir schon besser. Und das habe ich ja in letzter Zeit öfter gehabt, dass Video, also wenn ich Aufnahmen mache, dass das ja so eine Art Therapie auch gleich für mich selbst ist. Weil indem ich es einmal ausgesprochen habe, ist es für mich dann ja auch klarer. Naja, und ich bin eigentlich auf dem Weg weitergegangen, den ich für mich selbst da gefunden habe. Und ich glaube, das war nicht das Schlechteste. Denn, jetzt muss ich überlegen, ab wann sich das eigentlich änderte. Also ich glaube, meine Befindlichkeit änderte sich wirklich seit gestern Abend, wo ich immer mehr in die Ruhe kam und in die Zuversicht wieder kam. Trotz dessen, was ich im Video gesagt habe, dass ich überhaupt gar keine Zuversicht mehr hatte. Aber nachdem ich es ausgesprochen habe, da war sie wieder da. Und da war es irgendwie so, als wenn ich wirklich recht gehabt hätte, ja, irgendwie wie eine Bestätigung. Und ja, dann kam die Nacht dazwischen und heute Morgen bin ich irgendwie aufgewacht und dann hat irgendwie das Leben Regie übernommen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also ich hatte so viel um die Ohren heute und so viel, aber nicht um die Ohren im Sinne von Arbeiten, sondern die Dinge kamen auf mich zu, einfach. Wo ich eigentlich nur noch damit beschäftigt war, zu beobachten. Und natürlich die Synchronizitäten zu sehen, zu erkennen. Und sie nach Erkennen mit einzubauen. Ja, die Synchronizität habe ich erkannt und habe sie eingebaut und dann war mir wieder ein Stück mehr klar. Es passte dann in meinen Plan oder in meine, na Plan ist Blödsinn, in meine Idee, in meine Vision meines Weges, ohne dass ich vorher genau hätte sagen können, was dann mein Weg ist. Und das ist ja das Verrückte. Und vielleicht passiert euch das ja auch, dass ihr etwas fühlt und ihr sie es aber nicht in Worte fassen könnt. Weil ich glaube, wir kommen wirklich langsam in die Zeit oder vielleicht sind wir da schon länger gewesen, dass uns die Worte fehlen, dass uns die üblichen alten 3D-Worte fehlen und dass wir einfach versuchen müssen, auch neue Sprachen zu finden oder neue Ausdrucksformen zu finden. Ja, irgendwie so. Und dann fühlte sich das, es fühlte sich für mich alles irgendwie gut an. Und dann habe ich gedacht, aha, guck mal, das kommt jetzt auch auf mich zu. Also es ist jetzt gar nicht mal so wichtig, was auf mich zukam, sondern aha, guck mal, das passt und ja, das ist irgendwie auch so und das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Und so war ich nur am Staunen und am Beobachten. Und dann ging ich nach unten zum Mülleimer, natürlich am Briefkasten vorbei und da lauerten die Hiobsbotschaften, also zumindest eine. Der Vermieter hat angekündigt, im Sommer, im Juni, umfangreiche Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen, keine Ahnung, durchzuführen. Und normalerweise, es ist mein Zuhause und ich bin sehr,
lärmempfindlich und ja, für mich ist es, also ich bin empathisch, hochsensitiv und wenn da Lärm ist oder wenn da irgendwie ja zu viele Energien im Außen sind, dann kann man sich vorstellen, einige von euch sind das sicherlich auch, ihr könnt euch vorstellen, was das mit mir macht. Aber mal ganz ehrlich, die Welt ging unter, aber nur für eine Viertelstunde. Ich war so erstaunt, wo ich dachte, oh, nicht das jetzt auch noch. Da war ich ja natürlich auf meinem anderen Trip, wo ich so dachte, die ganze Welt hätte sich gegen mich verschworen und dann das auch noch. Und irgendwie habe ich dann gedacht, nö, das ist jetzt irgendwie, ja, das ist jetzt einfach so und ich werde das jetzt akzeptieren. Wird schon gut gehen. Und keiner war erstaunter als ich. Wo ich dann so sagte, was habe ich gerade gedacht? Wird schon gut gehen? Hä? Wo kommt denn das her? Bin ich es? Ja, ich war erstaunt über mich selber. Aber ich habe einfach diese Entscheidung getroffen. Wird schon gut gehen. Ja, und dann waren ein paar Telefongespräche und unter anderem auch eins, was mich sehr, 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 sehr erstaunt hat, was aber auch ins Bild passte, wo eine Schwester von mir anrief, wo der Kontakt ein bisschen unterbrochen war. Und was sie mir sagte, habe ich gedacht, guck mal an, scheint doch eine geistige Welt zu geben. Oder Gott hat mich vielleicht doch noch nicht vergessen. Weil im Grunde genommen, das, was sie mir sagte, wir haben wirklich seit Monaten nicht miteinander gesprochen, das, was sie mir sagte, passte genau ins Bild der Entscheidungen, die ich ohnehin schon getroffen habe. Also zum Beispiel, so, was ich vorhin sagte mit meinen Synchronizitäten. Ja? Also das, was in meinem Leben passiert ist, das passte, gab für mich immer mehr ein großes Ganzes. Und das, was sie dann sagte, habe ich gedacht, yo, passt. Ne? So, also ich weiß nicht, ich denke, man versteht, wo ich so dachte, boah, und das erzählt sie mir auch und das erzählt sie mir auch. Oh Gott, dann scheine ich ja doch auf einem guten Weg zu sein. Ja, so ist es. Ja, und dann was wundervoll ist für mich. Vielleicht hat sich manch einer von euch schon gefragt, was denn aus meinen vier Engeln geworden ist, aus meinen vier arabischen Engeln. Die leben noch, aber es gab natürlich Stress. Man muss sich vorstellen, das sind arabische junge Männer. Die sind natürlich, auch wenn sie junge Männer sind, aber die sind natürlich ein ganz anderes System, ein ganz anderes Leben gewöhnt. Damit meine ich jetzt, die kommen aus einer ganz anderen Kultur, hat natürlich auch damit zu tun, Mann und Frau. Ja, das sind Männer, ich bin eine Frau. Wo kommen wir denn dahin, wenn ein arabischer Mann macht, was eine Frau sagt? Aber das müssen sie hier natürlich in gewisser Weise, weil sie ganz einfach nicht wissen, wie das System hier läuft. Wie sind die Wege? Ganz einfach, wie sind die Wege? Und einer von ihnen, also mit einem von ihnen, da gab es ja nie Probleme. Also wir waren sofort offen und der hat mir sofort vertraut. Mit den drei anderen ist es schon ein bisschen schwieriger. Wie allseits bekannt wahrscheinlich, mein Herzchen ist immer noch verschwunden, aber da weiß ich, dass der eigentlich schon wieder auf dem Rückweg ist. Aber ich habe ja jetzt noch zwei andere wundervolle Erlebnisse. Von einem habe ich ja schon berichtet, wie ich einem wirklich seinen größten Traum erfüllen konnte. Und zwar nur, weil er mir vertraut hat und weil er mit mir zusammengearbeitet hat und weil er endlich offen war, dass es gut ist, wenn man auf mich hört, jetzt muss ich jetzt selber lachen, weil ich vielleicht ein paar Türen öffnen kann, die er eben so nicht aufkriegt. Also das ist ja natürlich die eine super Nachricht, weil daran hätte ich selber nicht geglaubt, dass das funktioniert und dass ich ihm da seinen Berufswunsch erfüllen kann. Und das ist einfach traumhaft und wir haben was ganz, ganz Tolles vor zusammen am Samstag. Ja, also das... Also das ist auch eine Überraschung für ihn, das weiß er selber noch nicht, was ihn da erwartet, aber es ist unglaublich. Ja, und der vierte im Bunde, der sich eine Weile so ein bisschen abgesetzt hatte, seine eigenen Wege gegangen war, aber völlig im Frieden und Harmonie und Freundschaft, weil er einfach alleine klarkam, der findet auch gerade wieder den Weg zurück und nimmt jetzt tatsächlich sehr, sehr offen meine Hilfe an, in Bezug auf seine Berufsausbildung. Und mit seinem Betreuer arbeite ich hervorragend zusammen.
Und da werden wir den nächsten Erfolg haben, dass ich den wahrscheinlich wirklich da in eine Berufsausbildung bringen kann. Der ist auch in seinem Asylverfahren am weitesten und es ist nicht so schwierig, aber es ist wunderschön. Und das Schönste ist, es sind Männer, definitiv, und ich bin eine Frau, sprich männlich-weibliche Energie. Und wie ich erlebe, dass sich scheinbar die männliche und weibliche Energie harmonisiert. Das ist für mich also auch eine sehr, sehr große Freude. Und natürlich bin ich spirituell genug zu wissen, dass sie eigentlich auch nichts weiter als Anteile von mir selbst sind. Und das heißt, dass da scheinbar in meinem Inneren einiges passiert ist. Mit meiner eigenen Harmonisierung der männlichen und der weiblichen Energie. Und das ist wundervoll. Und es fühlt sich so super an. Und dann ist heute, einige wissen ja, dass ich körperlich etwas lediert bin, sage ich mal. Und dass für manche Dinge ich einfach jemanden brauche, der meine Dinge erledigt. Weil ich körperlich manches nicht kann, aufgrund der rheumatischen Arthritis. Und da hat jetzt gerade ein Wechsel stattgefunden. Und ich hatte heute den ersten Termin mit der neuen Dame und ich fühle mich sowas von gut aufgehoben, wo ich so sage, jo, passt auch. Ja, und wo ich wirklich dankbar bin und sage, boah, Kerstin, du hast einiges ganz schön gut gemacht und richtig gemacht. Und wo ich so stolz bin auf mich selbst und auch wenn ich manchmal verzweifeln wollte und gedacht habe, jetzt geht nichts mehr. Und ich habe mich nie wirklich unterkriegen lassen. Ich habe mich immer durchgebissen. Und ich bin wirklich verdammt stolz auf mich. Und natürlich große Dankbarkeit auch den Menschen, die mich begleiten. Ja, die mich schon jahrelang begleiten. Meine Mädels natürlich, meine Engelschwestern und meine Freunde und meine Jungs. Wie wichtig sind meine Jungs? Und dass ich heute da stehe, wo ich jetzt stehe und ihr seid auch so ein wichtiger Teil von mir geworden. Ihr Hörer meine ich jetzt. Weil auch wenn ich phasenweise wirklich verzweifeln wollte und dann kam bestimmt wieder eine Mail von euch oder irgendetwas, was mich dann irgendwie wieder aufgemuntert hat und also ich bin ganz schön dankbar. Großartig. Was habe ich gerade gesagt? Und ich bin mir selbst dankbar. Weil ich bin schon klasse. Gott. Ja, jetzt muss ich gleich husten dazu. Ja, das ist dann eben so. Andere beniesen es, ich behuste es. Aber ja, ich sagte jetzt einfach mal nichts mehr dazu. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich finde es so großartig, dass ich die Möglichkeit habe, diese Videos zu machen. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar. Und Spiritscape ist auch schon ein super Haufen. Das muss man mal so sagen. Auch eine Art Familie. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll, bevor ich jetzt hier endlos Danksagungen ausspreche. Da machen wir mal Schluss, oder? Fehlt noch was? Also, doch, es fehlt noch was. Ich möchte sagen, dass ich viel, viel, viel mehr Hoffnung habe, viel mehr Mut habe, dass ich die Dinge viel klarer sehe, viel heller sehe, als ich sie noch vor ein paar Tagen gesehen habe. Und dass selbst ich jetzt sage, okay, wir haben zwar noch nicht Herbst, aber ich kann langsam ernten, was ich gesät habe. Und Leute, wenn ich das sage, dann gilt das für euch alle auch. Weil vergesst bitte nie, ich bin ja die Bummelletzte. Ja, ich weiß, ihr könnt meinen Augenzwinkern nicht sehen. Das war jetzt nur ein Scherz. Ja, aber das ist so das. Das ist auch mit ein Grund, warum ich auch diese Videos mache. Weil ich sage, mein Gott, es gehört manchmal so viel benannt,
ich weiß gar nicht, ob das ein ganzer deutscher Satz war. Also es ist so wichtig, dass manche Dinge mal ausgedrückt werden. Manche Dinge, die sonst oftmals vielleicht unter den Tisch fallen würden. Dass auch mal auf den Tisch gehauen wird und auch mal Tacheles geredet wird. Und nicht nur spirituelles Geschwurbel. Ja, und aber ich bin dann auch jemand und ich komme wirklich von ganz, ganz unten und habe mich durch den Dreck gewühlt. Und wenn ich jetzt sage, ich bin stolz auf mich und ich bin dankbar und ich bin super, dann heißt das was. Und wenn ich sage, nach dem, was ich jetzt erlebe, glaube ich fast an alles, dann heißt das für mich schon was. Und das wollte ich nochmal sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass viel, viel, viel gerade zusammenbricht in eurem Leben, um euch herum, vielleicht im weiteren Abstand, dass ihr bemerkt, bei dem Nachbarn oder bei dem Arbeitskollegen oder meinetwegen auch bei Freunden, wenn es nicht euch selber trifft. Es muss so sein. Es ist richtig. Es ist der Weg. Und was ich jetzt sagen kann, also ich hätte niemals gedacht, dass zum Beispiel, wenn Sanierungsmaßnahmen, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn die anstehen und ich sage, naja, das wird schon irgendwie, ja, dann könnt ihr das auch. Ja, ihr Lieben, ich drücke euch. Passt schön auf euch auf, macht es ganz, 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 ganz gut. Und ich hab euch lieb. Bis bald. Ciao.